Klaus Mertes, bekannt als der Leiter des Canisius-Kollegs und der Mann, der an die Öffentlichkeit gegangen ist, um Missbrauchsvorfälle bekannt zu machen. Und im Zuge dessen hat er der Kirche vorgeworfen, dass sie nicht früh genug zugehört hätte. In einem Interview, das im ZDF ausgestrahlt wurde, sagte er, da muss man doch spüren, da ist doch etwas. Und da muss man eben nachfragen. Und man hat eben nicht nachgefragt. Wie sieht das heutzutage aus? Wir sehen hier ein Video jüngeren Datums. Und hier tanzen Lehrer, wird uns gesagt, zu Sido. Sido ist ein deutscher Rapper, der vielfältige Formen von Gewalt in seinen Texten zum Ausdruck bringt, mit solcher Brutalität, dass die Lieder von ihm auf der schwarzen Liste sind, auf Schulen zum Beispiel verboten. Jetzt schauen wir uns das Video an. Was passiert da? Ein Sido-Song hört man hier. Oh, das können wir mal lassen, soweit. Hier der Text, zu dem die Lehrer vor ihren An- und Schutzbefohlenen tanzen. Du in deinem Einfamilienhaus lachst mich aus, weil du denkst, du hast alles, was du brauchst. Doch im MV scheint mir die Sonne aus dem Psst, in meinem Block weiß es jeder, wir sind Stars. Tanzen die Lehrer. Hier krieg ich alles. Ich muss hier nicht mal weg. Hier habe ich Drogen, Freunde und Psst, die Bullen können kommen. Doch jeder weiß Bescheid. Aber keiner hat was gesehen. Also können sie wieder gehen. Da muss man doch mal nachfragen. Oder hat keiner was gesehen? Haben wir alle nichts gesehen? Aber jeder weiß, wir sind Stars. Da muss man doch mal nachfragen.